Da liegt eine Gerudo. Oh mein Gott, ich muss ihr helfen. Aber erstmal brauche ich die Sprutlegung. Man muss ja Prioritäten setzen, ne? Hallo meine Friends und willkommen zurück zu Let's Play Legends of Breath of the Wild. Beim letzten Mal waren wir bei der Feenquelle und haben einen Moldora besiegt, unseren ersten, und sind immer noch auf der Suche nach Baretta. Typ, was bist du denn jetzt? Tschüss, Mann. Typ, was bist du denn jetzt? Tschüss, Mann. Typ, was bist du denn jetzt? Tschüss, Mann. Ich weiß, stehen die auf. Ist mir doch bewusst, Leute. Aber alles kein Problem. Keine Chance. Hallo? Bleibst du mal hier? Kumpel? Ja, genau. Jetzt schlägst du zu. Arschkrampe. Ist mal auf damit. Hör mich zu verarschen, Mann! Geh sterben! Und meine Waffe leider auch. Mein Gott, mein... nein, dich will ich nicht. Tschüss. Was? Das kann man als Boomerang verwenden? Okay. Das war mir nicht bewusst. Das sah lustig aus. Alles klar. Silberrubin. Wunderschön. Okay. Ja, kann ich mitnehmen. So, Sandrobbe. Du passt mal mit. Nicht, dass du einfach wieder verschwindest. Fände ich nicht so geil. So, ich... Denk mal langsam wirklich, dass es einfach so ist, dass Baretta irgendwo einfach rumsteht und ich sie finden muss. Feuerpfeile. Da steht ja auch, guck auf deine Karte und finde Baretta. Irgendwie sowas. Wir haben ja auch genug Infos eigentlich. Wow, da waren Bombenfässer? Wahrscheinlich hinter den Kisten oder so. Das war natürlich ein bisschen fies, Leute. Mach doch sowas nicht. Typ, wir sterben. Verdammt. Nein! Was? Okay, seit wann macht das so viel Schaden? Das hat mich ein bisschen überrascht. Und schon wieder eine Fee weg. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Wunderschön. Könnte man meinen. Was tue ich da? Triff doch einfach mal. Und jetzt reinkloppen. So, nee. Mein Bogen ist ja noch ganz. Alles gut. Alles gut. Wo ist Baretta? Wo ist Baretta? Die und wo ist? Ich weiß es nicht. Ist aber extrem Hitze dort. Herrschen auch. Ich weiß nicht, ob das auch nachts gilt. Was ist das denn? Achso, Pflanze. Ganz komisch aus wie irgendwelche Stacheln. Ich will mich auch nicht zu weit von meiner Robbe entfernen. Sonst entfernt sie sich... Von mir. Alles klar. So läuft sie zumindest nicht weg. Also sie wollte auf jeden Fall so ein Riesenskelett erforschen. Aber den Riesenskeletten selbst ist sie nicht. Also muss sie irgendwo in der Nähe sein. Zumindest. Was wo genau? Das ist nix. Hier oben noch gucken, wie der einfach da hochschwimmt. Nope, hier ist auch nix. Also... Da treiben nicht nur Moldoras ihr Unwesen, sondern es ist auch extrem heiß. Heißt es in der Beschreibung. Was ist das? Wahrscheinlich Gegnerlager. Wahrscheinlich ein Gegnerlager.
Oder ist es auch ein Skelett? Das ist ein Skelett tatsächlich. Achso, ja. ich bin ja hier schon wieder, okay. Ja, dann kenne ich das ja schon. Ich würde fast mal vorschlagen. Tatsächlich unsichtbar Wand. Das wollte ich einfach mal überprüfen. Ich würde einfach vorschlagen, ich suche die jetzt mal offscreen. Das kann es noch ewig dauern, glaube ich. Okay, das. Ich dachte für einen kurzen Moment, das wäre. Das wäre Beretta. Aber es war nur ein Kaktus. Okay, also Leute, kurzer Schnitt. Das sieht aber verdächtig nach einem Krog-Rätsel aus. Hallo? Typ, was willst du eigentlich? Lass mich doch in Ruhe. Robbe? Robbe? Bleib hier. Okay. Das ist noch gut. Und die. Da ankommen! Sehr gut. Solche Rätsel kennen wir ja schon. Von Apfelbäumen. Ganz Zitterfrüchte noch mitnehmen. Okay, und weiter geht die Suche. Hey, noch so ein Kochkäse. Wunderschön. Nehme ich auch direkt mit. Nein, jetzt habe ich fast die falsche mitgenommen. Na komm schon. Ne, Link. Nicht hinducken. Spring! Nein! Verkackt. Scheiße. Der muss ich später nochmal machen. Okay, tschüss. Moment. Markieren. Jupp, perfekt. Hallo, Krog. Cool. Bei einem Muldora-Kampfplatz. Aber ich glaube, auch hier ist Beretta nicht. Sieht nicht so aus. Oh, ein Diamant. Nice. Habe ich einfach mal das Lager auseinandergenommen. In der Hoffnung, dass die vielleicht irgendwo gefangen gehalten wird oder so. Wie auch beim letzten Mal. Ich versuche noch das andere. Und noch ein Elektro-Go-Schwert mit Angriffskraft Plus. Ja, nice. Ja, also. Ich habe halt hier beiden Totenköpfe gemacht. In der Hoffnung, dass Beretta vielleicht hier irgendwo ist. Weil das ist ja hier bei so einem Riesenskelett. Aber das ist auch nicht der Fall. Ich muss weitersuchen. Hilft doch nichts. Noch ein Krog, wie es scheint. Okay. Nehme ich mit. Wunderschön. Übrigens hier auf der Karte. Und noch so ein Krog-Rätsel. Okay, mal schauen, ob wir es diesmal packen. Ist ja schön. Na, wenigstens das. Also ich finde jede Menge Krogs, aber keine Beretta. Wo ist die denn? Ich bin übrigens hier. Vom Arsch der Welt. Das passt überhaupt nicht zur. Überhaupt nicht mehr zur Beschreibung, aber hey. Ist das ein fucking Ernstspiel? Ich irre seit einer geschlagenen Stunde durch die Wüste. Und die ist doch hier. War ich wirklich so blind? Alter, ich konnte mich gerade schlagen. Was? Was? Habe ich die echt übersehen? Bin ich bescheuert? Die war die ganze Zeit hier.
Als ob. Mein Gott. Barretta, Barretta, was machst du denn immer? Bist du eine Fee? Oder ein Götterbote, der mich in den Himmel mitnimmt? Ich kann gar nicht richtig sehen. Das ist wohl das Ende. Reißt sich zusammen! Wenn ich nur noch einmal eine Maxidurian essen könnte. Maxidurian, Maxidurian. Okay. Kannst du haben? Habe ich eine Maxidurian? Ich hoffe. Oh Götter, bevor er mich abholt, lass mich nur eine Durian essen. Maxidurian, nur ein Bissen. Hier bitte. Gut, habe ich. Ah, du bist meine Rettung. Sag, sag. Oh, kennen wir uns nicht? Wahrscheinlich. Du warst also wirklich ein Wui. Ich dachte mir schon, dass du für eine Hylianer-Wai ungewöhnlich muskulös bist. Aber keine Angst, ich werde dich nicht verraten. Immerhin hast du mir das Leben gerettet. Aber war ich nicht als Wui in dem Versteck? Wie auch immer die nochmal hießen. Schon wieder vergessen. Hm, egal. Ich fühle mich immer noch etwas schwach. Ich werde mich hier noch kurz ausruhen, bevor ich zurückkehre. Du meinst, die anderen sind wütend auf mich? Dann haben sie bemerkt, dass ich weg bin? In der Tat. Oje, oje, oje. Dann sollte ich mich wohl beeilen. Bis dann, Savok. Endlich. Endlich, Leute. Das gibt's ja nicht. Es geht voran. Ich war die ganze Zeit wirklich zu Fuß unterwegs. Weil ich keinen Bock hatte, immer wieder eine Sandrobbe zu holen. Okay, damit müssten wir eigentlich alle Missionen erledigt haben. Das heißt, ich gebe die noch schnell ab. Und dann müsste ich mir eigentlich den Donnerhelm krallen können. Mal schauen, ob das wirklich stimmt. Ob ich denn wirklich alle Missionen erledigt habe. Ich hoffe es. Das wäre doch schön. Das wäre auch schön. Dann können wir im nächsten Part weitermachen mit der Erkundungstour. Also, was heißt Erkundungstour? Also hier in dem Bereich habe ich mich großteils erkundet. Ich habe ihn großteils erkundet und habe mich größtenteils umgesehen. So, hier war ich noch nicht. Also okay, hier war der Titan. Hier ist aber noch ein Schrein, den ich erledigen muss. Und natürlich das Labyrinth. Sorry, da muss ich gerade niesen. Mich elegant rausgeschnitten, hoffe ich zumindest. So, wo muss ich die Mission abgeben? Da hinten einmal. Barretta ist natürlich wieder bei ihren Kolleginnen. Und da steht sie auch. Okay, ich muss mit Lanya reden. Oh, du bist wirklich eine mutige Wai. Barretta hat uns alles erzählt, wie du sie gefunden hast, meine ich. Du warst heldenhafter als jeder Wui, hat sie gesagt. Wenn du eine Gerudo wärst, müsstest du unbedingt unserer Einheit beitreten. Sieht jedenfalls so aus, als wäre ich davon gekommen, ohne dass die Kommandantin mir den Kopf abreißt. Du bist sicher erschöpft, oder? Hier, nimm das hier als Dank und kauf dir irgendwas auf dem Markt. Alles klar, 100 Rubine, dankeschön. Zum Glück hat sie nicht verraten, dass wir ein Hui sind. Aber hätte mich auch gewundert. So, nein. Die letzte Mission. Mit dem Herz. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Hier. Okay, da vorne irgendwo. Gut. Dann reden wir mit der noch. Dann kann sie hoffentlich ihren Mann heilen. Ich habe das Herz. Ah, du bist es.
Mein Mann ist der einzige Wui, der je gesagt hat, dass ich schön bin. Ich würde alles tun, um ihr ein Moldora-Herz zu besorgen. Aber ich bin einfach nicht stark genug. Hier, für dich. Das? Das ist ja ein Moldora-Herz. In der Tat. Kann ich das wirklich haben? Natürlich. Sag, sag. Das ist das Einzige, was ich dir zum Dank geben kann. Bitte nimm es an. Goldener Rubin, nochmal plus 300. Sehr schön. Damit habe ich fast das ganze Geld wieder da, das ich für die große Fee ausgegeben habe. Ich kann ihn retten. Schnüff. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? So. Ich gucke mir mal kurz nach. Haben wir jetzt alles erledigt? Hast du schon alles erledigt? Hast du schon alles erledigt? Gut. Achso, ja. Das ist das. Das ist der Donnerhelm. Sonst haben wir alles. Zumindest von denen, die ich gefunden habe. Also gucken wir mal. Aha. Aha. Sie hat was zu sagen. Mir ist nicht verborgen geblieben, was du für die Mitglieder meines Stammes getan hast. Als Königin danke ich dir. Sag, sag. Gar kein Problem. Hiermit bist du ein Ehren-Gerudo. Und als solchem vertraue ich dir mit Freuden unser heiliges Erbe an. Oh yeah, Donnerhelm! Gehört uns, kein Blitzschaden. Heiliges Erbe des Gerudo-Stamms. Der Helm leitet selbst die größten Stromschläge von seinem Träger ab. Nur die Königin der Gerudo kann seine Kraft nutzen. Nice. Du bist es, der den Donnerhelm tragen sollte. Keiner ist Urbosas Kraft so würdig wie du. Vielen Dank, Ryu. Sehr schön, damit haben wir alles erledigt. Wir haben tatsächlich alles erledigt. Was ist denn da los? Wunderschön. Wunderschön. Okay. Wir haben auch Zeit, das ist gut. Ich würde sagen, ich steige auf die nächste Sandrobbe und robbe los. In Richtung des Schreins, den wir da noch gesehen haben. Das scheint mir eine ganz gute Idee zu sein. Ach, Kletus ist wieder da. So, ich will eine Sandrobbe. 20 Rubine, kein Problem, ich robbe übelst. Also, let's go. Let's go, let's go. So, noch einmal umziehen. Und ja, Sandstiefel. Kann auf jeden Fall nicht schaden hier. Okay, ist kalt. Dann lieber diese Rüstung anziehen. So, ich müsste hier auf dem richtigen Weg sein, ne? Ja, indeed. Indeed. Bisschen korrigieren in die Richtung und dann passt das. Ja, ich bin auf Kurs. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So muss das sein. Gut, dann haben wir auch bald die ganze Wüste erkundet. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Nur den Schrein hier. Und was ist das da? Warum ist das rot? Kommt der Blutmond oder? Kann sogar sein. Oh, was war das? Da war auch gerade was. Hä? Hab ich mir das eingebildet? Ich weiß nicht. Egal. Sieht wirklich so aus. Ja, ich glaube, da kommt der Blutmond. Es ist ja auch schon spät abends. Und da wird es passen. Und wir sind da. So, Moment. Das wollte ich noch gerade einsammeln. Die brauche ich auch noch für eine Mission. Die Spurtlinge. Und ja, es ist der Blutmond. Okay, von mir aus. Während der kommt, werde ich schon längst im Schrein sein. Obwohl. Was zum... Da liegt eine Gerudo. Oh mein Gott, ich muss ihr helfen. Aber erstmal brauche ich die Spurtlinge. Man muss ja Prioritäten setzen, ne? Kannst mal hier oben gucken, da ist noch mehr. Die Zeit muss sein. Die Zeit muss sein. Aber... Ausdauer. Na, komm schon. Okay. Was haben wir hier? Das sieht aus wie ein Kochrätsel.
Es ist ein Krogrätsel. Also lösen wir es. Wenn wir schon mal hier sind. So. Wunderschön. Ein weiterer Krog. Also mit den Krogs waren wir hier ziemlich gründlich. Einen habe ich natürlich verkackt, aber den werde ich dann später nochmal nachholen. Ist ja alles kein Problem. Scheiße, der Blutmond kommt. Nein. Schnell, schnell. Link. Ruhe, Dinger. Vor wieder der Sequenz startet. Nein. Sprich mit dir schnell. Wo ich den Schrein doch gerade gefunden hatte. Ich hab so einen Durst. Kann mich nicht bewegen. Ich will nur noch einen. Nur noch einen allerletzten Schluck. Was denn? Ein schöner, eiskalter Vaivilvui. Das ist Pocky! Ich hab sie gefunden, oh mein Gott! Als ich die ganze Zeit in der Stadt rumgesucht habe nach Missionen, habe ich ja nochmal mit dieser Barkeeperin gesprochen. Und, ja, die hat ja von Pocky geredet. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben ja schon mal mit ihr geredet, auch im Part. Und ich habe die ganze Zeit nach der gesucht, so während ich nach Missionen gesucht habe, habe mit allen gesprochen, keine Pocky da. Und hier ist sie. Und sie hat ja auch erzählt, die will immer diesen Vaivilvui. Ich habe sie gefunden. Das heißt aber auch, ich kann nicht in den Schrein, scheiße! Okay, okay, schnell! Link, teleportier dich! Bevor die Sequenz startet. Kann ich hier so überspringen? Ich hoffe. Nein! Er ist immer noch da! Verdammt! Oder? Nee, ich glaube, es ist vorbei. Es ist vorbei! Ja! Ich hab's geschafft! Geil, Mann! Okay. Also eine letzte Mission soll es sein. Na gut. Dann wollen wir dieser Gerudo natürlich auch noch helfen. Und holen uns diesen Trank. Das ist doch einer meiner leichtesten Übungen. Hallo. Ich will etwas bestellen. Masak, bist du eine Hylianerin? Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich bin ziemlich sicher, dass es noch nicht für unseren Laden reicht. Als ob. Natürlich reicht es. Ja, Eis und so. Achso, Vaivilvui bitte. Willst du unsere Spezialität probieren? Den Vaivilvui? Tut mir leid, aber um den zu mixen, brauchen wir eine Menge Eis. Und genau das ist leider gerade aus. Das Zeug ist aber auch wirklich stark. Einem zarten Pflänzchen wie dir würde ich den eh nicht einschenken. Also eigentlich? Wie bitte? Pocky hat das gesagt. Aber ohne Eis kann ich keinen machen, auch wenn ich natürlich gerne helfen würde. Im Eiskeller bekäme man Eis. Seems legit. Wenn ich nur nicht so schlecht zu Fuß wäre. Soll ich es holen? Aber wo ist der Eiskeller? Das wüsste ich auch mal gerne. Das würdest du tun? Das wäre mir eine große Hilfe. Pocky ist eine unserer besten Kundinnen, musst du wissen. Der Eiskeller ist nördlich der Stadt. Wenn du Ante dort alles erklärst, gibt sie dir sicher etwas Eis. Ah, also bei den Ruinen, wo ich hin wollte. Sie geht allerdings sehr früh ins Bett. Wenn du gehen willst, dann solange es noch hell ist. Okay. Wir haben gerade natürlich Abend, aber ich muss ja erstmal dahin kommen. Von da wird das schon passen. Oder warte mal. Dich das Eis durch die komplette Wüste bis in die Stadt schleppen zu lassen, ist vielleicht etwas viel verlangt. Zwischen der Stadt und dem Eiskeller gibt es Ruinen. Bis zum Eingang dieser Ruinen kann ich dir entgegenkommen. Okay. Bitte bring das Eis einfach dorthin. Gut, wird erledigt. Dann ist das sogar doch noch ein bisschen tiefsinniger, tiefgehender, wie auch immer. Gut, warum bin ich jetzt hier rangegangen? Ich weiß es nicht. Egal, klettern wir einfach mal kurz hier rüber. So, da ich mir die Ruinen eigentlich nur anschauen will, weiß ich gar nicht, ob ich mir jetzt eine Sandrohre mieten will. Ich glaube, ich lasse es.
So, da lang. Da vorne sind die Ruinen. Okay. Okay, ich glaube, es wäre besser gewesen, den Haupteingang zu nehmen. Egal. Egal, egal, egal. Ist eigentlich immer noch kalt? Nein, ist es nicht. Okay. Dann... So. Perfekt. So sind wir auch schneller unterwegs im Sand. Alles perfekt. Alles wunderschön. So, mal schauen, ob es bis dahin Tag wird. Ansonsten... Jetzt doch wieder kalt. Verdammte Scheiße! Darf doch nicht wahr sein. So, geht doch so. Moment. So, habe ich mehr... ein bisschen mehr Rüstung. Okay, gibt es denn sonst noch irgendwas Spannendes hier bei den Ruinen? Einfach mal schauen. Einfach mal schauen. Link, hoch da. Hier schon mal nix. Ich bin auf jeden Fall ein paar Gegner unterwegs. Aber das soll mich nicht weiter stören. Ich hoffe, die haben keine Pfeile. Und Bögen vor allem. Sie können spucken. Na, ja, okay. Das soll mich aber auch nicht aufhalten. Ups. Da bin ich kurz mal runtergefallen. Was ist das denn? Achso, ist einfach nur... Einfach nur wieder so ein Typ. Ja, genau, ihr Typen. Nein! Nein! Baller mich nicht runter! Oh, ihr Spacken! Lasst mich doch in Ruhe! Was wollt ihr denn alle? Das sind die überall! Überall! Nein, Link! Hoch da! Okay. Kurz ausruhen. Na, was ist los, Typen? Kommt ihr nicht hoch? Die Fledermaus hängt auch irgendwie fest. Alles klar. Na dann. Nein! Nein! Link, hoch da! Was machst du denn für Sachen? Oh shit! Nein! Ey, ich habe vergessen, dass ich die falschen Pfeile ausgewählt habe. Bin ich fast verreckt. Aber nur fast. Alles gut. Ich lebe noch. Ich lebe noch und das ist die Hauptsache. Verdammt. Die Sachen sind alle da unten. Okay, kurz mal heilen. Das sieht ganz gut aus. Okay, warte, ich will die Sachen haben. Hey Leute! Na? Was ist los? Na? Oh, natürlich. Natürlich erwischt er mich. Der Dreckige. Okay. Hoch da. Okay, sonst hier nix. Ich gehe einfach von Säule zu Säule. Ich werde schon was finden. Vielleicht. Nein, Link! Was machst du denn? Sollst du dich dichter festhalten? Nicht einfach dran vorbeigleiten. Aha, ich sehe einen Krok. Ich sehe einen Krok! Okay. Kriege ich das hin? Bestimmt. Ja, doch. Das kriege ich hin. Wenn der Typ mich nicht runterballert. Ist natürlich die Voraussetzung. Und toter. Wunderschön. Easy. Und ein weiter Krok. Sehr schön. Läuft doch. Läuft doch prima hier. Alles gar kein Problem. Alles gar kein Problem. So, und das da müsste der Eiskeller sein. Alles klar. Alles klar. Das ist ein großer Turm. Da muss ich scheinbar runter, okay? Aber bevor ich das tue, klettere ich erstmal hoch. Ich glaube, das heben wir uns sowieso für den nächsten Part auf. Da runter zu steigen. Deswegen nur noch mal kurz hier oben umschauen. Ob hier irgendwas ist. Dabei ist gar nichts, okay? Merkwürdig.
Also runter komme ich schon mal. Na dann. Ah, da liegt er. Am Ratzen. Wer da? Für heute ist Feierabend. Wenn's was gibt, komm morgen wieder. Alles klar. Machen wir, machen wir. Der berühmte Eiskeller. Das kann ich auch bestimmt schmelzen, oder? Sag mal. Mehr kann ich. Und das? Ein Bogen. Ein Gerudo-Bogen. Okay, brauche ich nicht. Einfach mal das Eis entfernt. Sorry, war ich nicht. Das war der unbezahlte Praktikant. Ganz klar. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich beende hier den Part. Warte dann, bis es Tag ist, bis sie mal aufwacht. Und dann erledigen wir auch diese Mission im nächsten Part. Und dann können wir weitermachen mit dem Schrein und dem Labyrinth und so weiter und so fort. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn euch der Part gefallen hat, hinterlasst doch mal einen Daumen hoch. Außerdem würde ich mich sehr über Kommentare freuen, was euch gefallen hat und was nicht. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dann, euer Retoxan.